Willkommen zum Volkswagen-Talk nach einem 3:0 gegen Schalke 04. Und es ist mir ein Bedürfnis, heute einzusteigen, mit. Es ist schön, dich zu sehen. Philipp Bargfrede ist heute bei uns. Meine Damen und Herren, Philipp, wie guckt man sich so ein Spiel an? Überhaupt den ganzen Siegeszug, kann man das ja mittlerweile nennen, der letzten Wochen. Wie ist es, das von draußen zu sehen? Toll oder auch irgendwie furchtbar? Nee, schon schön. Natürlich ist kleines bisschen Wehmut mit dabei, dass man nicht dabei ist. Aber es ist natürlich ruhiger mit anzuschauen, wenn die Mannschaft so spielt wie in den letzten Wochen und heute. Es ist, glaube ich, bei dir nicht verpönt, wie sonst in Interviews zu fragen, wie geht's dir im Moment gerade? Man sieht, du trainierst wieder individuell. Du warst in diesem Jahr schon mehrmals so, dass man gedacht hat, er ist kurz davor, wieder einzusteigen. Wie dicht bist du jetzt dran? Sehr dicht. Ich bin jetzt schon die letzte Woche die ganze Zeit draußen gewesen, habe auf dem Platz trainiert. Mir geht es auch sehr gut. Jetzt warten wir die Woche mal ab, wie die Belastung ist, wie der Körper reagiert. Aber ich bin guter Dinge, ich fühle mich sehr gut und habe die Hoffnung, dass ich nächste Woche wieder dabei bin. Du hast verschiedene Verletzungen gehabt, die dich bislang dieses Jahr vom Spielen abgehalten haben. Waren das Verletzungen, die aufeinander aufgebaut haben, also die irgendwas miteinander zu tun haben, oder war es einfach Pech und es waren völlig verschiedene Dinge? Nee, schon, die hatten so ein bisschen was miteinander zu tun, aber jetzt bin ich schmerzfrei zum Glück, jetzt geht's wieder und zum Glück, oder hoffentlich bin ich nächste Woche pünktlich zum Derby wieder dabei. Bislang hat dich ausgezeichnet, dass du auch nie lange gebraucht hast nach so einer Verletzung. Wenn du dabei bist, dann warst du sofort auch wieder da. Ist das eine Mentalitätssache oder wie erklärst du dir das, dass du keine lange Anlaufzeit brauchst, wenn du wieder auf dem Platz stehst? Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt gar nichts mache in der Zeit, wo ich nicht mit der Mannschaft trainiere. Ich tue da schon sehr viel. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen was in mir, was mich schnell wieder auch zurückbringt, dass ich gleich auf einem vernünftigen Level wieder bin. Diesmal war es aber auch so, dass ich nicht ganz so viel machen konnte, wie vielleicht nach einer Knieverletzung. Jetzt reden wir mal über den aktuellen Stand der Mannschaft. Du bist jetzt, wie gesagt, wieder dicht dran. Wir alle sind, glaube ich, etwas verzaubert von der Entwicklung der letzten Wochen. Lamine Sané saß vorletztes Mal hier bei mir, glaube ich, hat gesagt, eigentlich hat er gar keinen Spaß mehr, nach unten zu gucken. Eigentlich guckt er nur noch nach oben und guckt, wem man noch alles kriegen kann. Der Trainer sagt, man guckt von Spiel zu Spiel und redet nicht über die Europa League. Man ist jetzt aber rechnerisch eigentlich oben dichter dran als unten. Es ist also sehr schwer, das einzuordnen. Wo siehst du die Mannschaft jetzt mit dem jetzigen Leistungsstand? Auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir sind sehr stabil geworden, glaube ich, in unseren Leistungen. Natürlich hat das Spiel heute auch gerade gezeigt, wie wichtig der Kopf im Fußball ist. Ich glaube, wir sind von Anfang an mit einer richtig breiten Brust, mit viel Selbstvertrauen aufgetreten. Aber wie gesagt, ich glaube, es sind jetzt 5 Punkte, glaube ich, noch auf Hamburg. Es ist weiter eng. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter punkten. Der Tabellenplatz natürlich sieht im Moment sehr gut aus, aber trotzdem müssen wir anknüpfen an die Leistung. Hast du eine Erklärung, wie die Vorzüge, die die Mannschaft jetzt ausmachen, wie die sich erklären lassen? Man hat im Moment das Gefühl, es ist egal, wer ausfällt. Im Moment fallen immer 4, 5, 6 Spieler aus, von denen man weiß, du bist einer davon, dass sie spielen würden, wenn sie gesund wären. Clemens Fritz fehlt, Serge Gnabry fehlt im Moment, Thomas Delaney musste heute raus, Bauer fehlt, Sané fehlt im Moment. Also eigentlich fehlt eine halbe Mannschaft und trotzdem hat man keinen Reibungsverlust. Woran liegt das? Normalerweise kann man sowas ja nicht wegstecken. Werder kann es im Moment sehr gut. Ja, es ist schwer zu sagen, aber es greift halt im Moment glaube ich, so die taktische Variante, die wir jetzt haben und was ich eben schon angedeutet habe, dass wir jetzt im Moment einen Lauf haben, was jedem Spieler mehr Selbstvertrauen gibt und dann gelingen die Sachen, glaube ich, auch einfacher. Kannst du noch ein Wort zum Trainer sagen? Man hat auch im Moment das Gefühl, bei euch weiß auch jeder, was er zu tun hat. Ihr funktioniert als Einheit total auf dem Platz. Auch teilweise in Spielen, wo die erste Halbzeit schlecht lief, da klappen dann Umstellungen und die zweite ist ganz, ganz anders und viel besser. Also das scheint alles in sich zu greifen und zu funktionieren, was ihr als Mannschaft mittlerweile anfasst. Ja, also man merkt beim Trainer, glaube ich, dass wir einen klaren Plan haben. Dass jeder weiß, wie du schon gesagt hast, was zu tun ist, was seine Aufgaben sind. Und dann, glaube ich, ist dem Trainer auch sehr wichtig, dass wir eine gute Geschlossenheit haben, dass im Team eine gute Stimmung herrscht und wir als Einheit auftreten. Ich habe dich richtig verstanden. Du hast eine gewisse Hoffnung, dass du gegen den HSV wieder dabei sein könntest?
Ja, dann, also die Hoffnung habe ich schon und das wäre natürlich für mich auch toll. Drücken wir die Daumen, dass das auf jeden Fall klappt und hoffen erstmal noch am Freitag nochmal ohne Philipp Bargfrede auf einen Sieg in Frankfurt. Dann kann noch ein Sprung gelingen, mag man sich gar nicht ausdenken. Wir müssen jetzt noch einen Gewinner ziehen, wobei ziehen ist vielleicht das falsche Wort. Wir haben nämlich genau eine richtige Lösung gehabt. Ich glaube, du könntest mal eben vorlesen, wer gewonnen hat, das Volkswagen-Gewinnspiel. Ich beneide dich nicht, das ist oft sehr schwer zu lesen. Luis Rausch, ja, würde ich sagen. Ne? Luis Rausch aus Bremen anscheinend. Ja. Falls der hier ist, hat er gewonnen. Wenn nicht auch, dann schicken wir das Ganze zu. Philipp, alles Gute, gute Besserung weiterhin und Dankeschön. Mach weiter so. Das war der Volkswagen Talk. Dankeschön.